Die oberen und obersten Etagen des Global Management haben sich so einiges anhören müssen. Zu Recht, aber hören sie es denn? Wie denkt und lenkt ein globaler Manager, einer mit weltweiter Geltung? Zum Beispiel Peter Brabeck, Verwaltungsratspräsident von Nestle, dem größten Schweizer Konzern. Brabeck, ein Österreicher, der in Lateinamerika Karriere machte und demnächst am Gipfeltreffen der G20 in Südkorea zu Gast sein wird. Mit welchen Augen sieht der Konzernchef die kurzatmige Finanzwelt? Und wie steht er als Vizepräsident und als Mitglied des Lohnausschusses von Credit Suisse zu den Exzessen? Und wie viel Kritikfähigkeit lässt überhaupt so viel Macht zu? Wie viel Verantwortung fordert sie? Roger Deweck hat Peter Brabeck eingeladen. Willkommen, Peter Brabeck. Danke für die Einladung und es ist schön, bei den Sternstunden dabei zu sein. Sie nehmen demnächst am Gipfeltreffen der G20 in Südkorea teil. Was macht ein Österreicher, was macht der Chef eines Schweizer Konzerns dort? Ja, ich hatte die Einladung bekommen vom Präsidenten von Südkorea, die Privatwirtschaft dort zu vertreten. Ich bin einer von 12 Vertretern. Und es freut mich sehr, dass sich der Staatspräsident an mich gerichtet hat. Er hat mich speziell gebeten, dass ich über ausländische Direktinvestitionen spreche, welchen Einfluss sie haben auf die Entwicklung vor allem von Entwicklungsländern und was man machen muss, damit diese ausländischen Direktinvestitionen weiterhin kräftig voranschreiten. Da werden Sie mit den versammelten Staats- und Regierungschefs am Tisch sitzen? Also wir haben einen Tag vor der G2 unsere eigene Sitzung, diese 12 Vertreter mit den Arbeitsgruppen. Und dann anschließend präsentieren wir an die G20-Vertretung unsere Rekommendationen, die wir ausgearbeitet haben. Ist das etwas Übliches, dass plötzlich sozusagen auf Weltwirtschaftsebene Wirtschaft und Politiker letztlich ihre gemeinsamen Treffen haben? Also ich glaube, das war schon in der Vergangenheit so, dass gewisse Wirtschaftsvertreter eingeladen gewesen sind. Das Neue an dieser Initiative des Präsidenten ist, dass er versuchen will, eine B20-Gruppe aufzubauen. Oder B vielleicht für Business? B für Business. Und zwar ist er davon überzeugt, dass eben die Stimme der Privatwirtschaft sehr wichtig ist, wenn diese großen Entscheidungen getroffen werden. Und das ist im Prinzip sein Ansinnen. Jetzt, das ist der erste Versuch und wir werden sehen, wie das funktioniert und ob dann der nächste Präsident, der französische Staatspräsident Sarkozy ist, dieser Idee folgen wird oder ob er anschließend wieder eine andere Meinung hat. Das muss man sehen. Aber die Grundidee ist, dass man parallel zur G20 vielleicht eine B20 oder vielleicht eine B50-Gruppe bildet. Müsste es nicht noch dazu eine Z20 geben für die Zivilgesellschaft, die sich die anschaut, wie die Wirtschaftsführer, wie die politischen Führer im Grunde genommen unsere Geschicke bestimmen und selbst ein bisschen draußen vorbleibt? Also ich habe das Gefühl, dass die C20 ja sicherlich schon besteht. Die sind ja sehr aktiv an diesen Gipfeln schon heute. Aber draußen tätig. Vor der Tür? Nicht nur, soviel ich weiß. Also ich meine, heute haben wir die Stimme der Zivilgesellschaft sicherlich einer der wichtigsten Stimmen. Und ich glaube, es gibt heute kein Gipfeltreffen, wo die Zivilgesellschaft nicht ihre Stimme hat. Die G20-Treffen werden begleitet von massiven Protesten jeweils. Verstehen Sie das oder ist Ihnen das fremd? Also ich würde sagen, die großen Proteste waren wahrscheinlich zur Zeit der G8. Und die waren daher wahrscheinlich besser verständlich, weil... G8, das war der Westen und Russland. Das war der Westen und Russland und da fühlten sich natürlich viele Zivilgesellschaften, die sich vor allem um die Entwicklungsländer gekümmert haben, fühlten sich dort vollkommen ausgeschlossen, hatten das Gefühl, dass eben diese Entwicklungsländer keine Stimme hatten. Heute natürlich bei einer G20 hat sich das etwas geändert. Heute ist wahrscheinlich die Weltbevölkerung etwas proportionaler vertreten in diesen Gipfeltreffen. Und daher ist auch wahrscheinlich die Proteste etwas weniger. Und wie gesagt, die Einschließung
von der Zivilgesellschaft in die Diskussionen ist sicherlich ein wichtiger Schritt. Müsste man denken daran, letztlich diese G20 zu institutionalisieren, oder ist es eine Gruppe, die ein Machtkartell bildet und das bessere Forum wären die Vereinten Nationen, die etwas zumindest demokratischer verfasst sind? Es ist sicherlich die Vereinten Nationen meiner Meinung nach die einzige globale Institution, die demokratisch eigentlich eine Berechtigung hat. Das ist keine Frage. Nur sieht man doch immer wieder, dass sie wahrscheinlich nicht sehr effizient ist und effizient sein kann. Und daher ist wahrscheinlich diese Gruppe einer G20, die ja doch ungefähr 80% der Weltbevölkerung im Prinzip repräsentiert, ein zusätzliches Instrument, um gewisse Regulierungen, um gewisse Entscheidungen treffen zu können, die die Welt global angehen und wozu es auf der UN-Seite einfach zu langsam gehen würde. Die Malaise in der Weltöffentlichkeit, dass da wenige, die an ihren Parlamenten vorbei manchmal, an ihren Völkern vorbei Sachen beschließen, die Welt regieren, verstehen Sie die? Also nicht ganz, denn wer dort zusammenkommt, sind demokratisch gewählte Regierungen im Prinzip. Im Prinzip. Volksrepublik China. Gut, da müssten wir dann anfangen zu besprechen, was ist Demokratie und wie weit die geht und so weiter und so fort. Aber im Prinzip sind das Regierungen, die ja gewählt worden sind und daher als Regierung die Bevölkerung absolut vertreten. Also ich kann nicht sagen, wenn der französische Staatspräsident oder die deutsche Bundeskanzlerin an der G2 teilnehmen, dass die nicht befugt sind, im Namen ihrer Bevölkerung zu sprechen. Dann würde ich ja eigentlich sagen, die Regierungen sind nicht befugt, über irgendetwas zu sprechen. Also ich sehe in der Beziehung nicht ganz diese Kritik. Das sind Regierungen, die dort ihre Meinung vertreten und die ihre Länder vertreten, meiner Meinung nach in einer absolut gerechtfertigten Art und Weise. Vor der Krise G8, der Westen, Russland, nach der Krise G20, die Schwellenländer, Brasilien, Indien, China und, Indonesien, weitere. Begrüßen Sie diese Machtverschiebung, die der Krise zu verdanken ist, einer Krise, die ja vom Westen ausgegangen ist und die die fernöstlichen Staaten viel weniger getroffen hat? Ich würde sagen, die Krise war vielleicht ein Katalysator. Aber mit Krise, ohne Krise, die politische und die wirtschaftliche Verschiebung, die war auch schon früher hier. Und die Krise als Katalysator hat dann dazu geführt, dass man eben zu dieser G20 gekommen ist. Man wäre auch sonst zu einer G20 gekommen, vielleicht zu einer G25 oder G15. Auf jeden Fall, diese Verschiebung ist hier eine Tatsache. Ist auch meiner Meinung nach vollkommen richtig, denn wir dürfen nicht vergessen, wiederum, wo wohnen die Leute? Und wenn ich mir anschaue, die Anzahl der Bevölkerung im asiatischen Bereich ist eben so groß. Die wirtschaftliche Bedeutung des asiatischen Bereichs wird immer wieder größer. So ähnlich ist es natürlich auch mit Brasilien. Wenn Sie sich anschauen, Brasilien vor Ignacio Lula und 8 Jahre später, nicht nur bevölkerungsmäßig, aber auch wirtschaftlich natürlich heute die 8. größte Wirtschaftsmacht, hat ein Anrecht darauf, in einem solchen internationalen Konzert mitzuwirken, und zwar aktiv mitzuwirken. Also ich finde das wiederum vollkommen richtig. Die Welt von Nestlé ist die G20-Welt? Nein, die Welt von Nestlé ist eher die United Nations-Welt, denn wir sind ja im Prinzip in jedem Land der Welt vertreten, ganz gleich, ob das hier in welchem Kontinent das ist. Und wir sind also in dieser Beziehung wahrscheinlich viel weiter gestreut als die G20. Also Peter Braubeck, Sie sind Mitglied dessen, was Ralf Dahrendorf, der liberal-konservative Staatsdenker, die globale Klasse nannte. Stehen Sie dazu? Also zunächst einmal global, da stehe ich wahrscheinlich dazu. Das stimmt, unser Aufgabenbereich ist global. Klasse
Da müsste man wieder definieren, was ist Klasse? Er definiert es so, nämlich eine neue Schicht, die globale Bezüge hat, wo 80, 90, 95% der Bevölkerung noch national, wenn nicht regional verankert ist und deren Denkweise, deren Verhaltensweise eine ganz andere geworden ist. Das stimmt natürlich. Ich bin erstens aber immer noch ein Österreicher und sehr stolz darauf, Österreicher zu sein. Aber natürlich geht meine Denkensweise weit über mein Heimatland hinaus. Ich bin natürlich ein Fremdarbeiter hier in der Schweiz und fühle mich mit der Schweiz sehr, sehr verbunden. Aber meine Gedankenweise geht über die Schweiz hinaus, muss ja auch weiter hinausgehen, denn ich führe ja ein globales, internationales Unternehmen. Und daher muss ich auch denken in einen globalen Rahmenbedingungen und so weiter. Daher, für das stehe ich. Viele Schweizer sind stolz auf Nestlé, den größten Konzern im Lande, den größten Nahrungsmittelkonzern der Welt. Aber ist Nestlé ein Schweizer Konzern? Also Nestlé hisst jeden Tag in der Früh die Schweizer Flagge auf seinem Dach. Und Nestlé konsolidiert seinen Umsatz weiterhin in Schweizer Franken. Wenn Sie jetzt fragen, ist Nestlé ein Schweizer Unternehmen, dann würde ich sagen, aus der Tradition heraus, aus seinem Wertesystem heraus, ist Nestlé weiterhin ein Schweizer Unternehmen. Wenn Sie jetzt fragen, auf den Aktionariatsbestand, dann ist Nestlé kein Schweizer Unternehmen. Der Schweizer Anteil an Nestlé ist rund um die ein Drittel, rund um die 33%. Das geht ein bisschen rauf, das geht ein bisschen runter. Aber die Schweizer als Aktionäre sind ungefähr ein Drittel unseres Unternehmens. Das heißt, wir sind eigentlich auch hier vom Aktionariatsbestand her ein globales Unternehmen. Nestlé, um es im Sprachgebrauch damals der Konservativen unter Bismarck zu nennen, ein vaterlandsloser Geselle? Nein, wir sind nicht vaterlandslos. Wie habe ich gesagt, wir hissen jeden Tag in der Früh die Schweizer Flagge. Stolz und auch bewusst. Also wir sind da hier sicherlich nicht vaterlandslos. Wir haben ein Vaterland, sind seit 145 Jahren in diesem Vaterland, bekennen uns auch ganz klar zu vielen der Tugenden der Schweiz. Aber ich darf nicht vergessen, dass ich eine Verantwortung habe gegenüber dem Aktionariat und dass ich im Aktionariat zwei Drittel ausländische Aktionäre habe. Und das ist ja eine Entscheidung, die die Schweizer getroffen haben. Das ist ja nicht eine Entscheidung, die das Management getroffen hat. Noch vor 15 Jahren waren es ungefähr zwei Drittel der Aktionäre waren Schweizer. Die Schweizer haben ihre Firma verkauft, nicht das Management hat die Firma verkauft. Und das müssen die Schweizer auch verstehen. Also Sie können auf der einen Seite sagen, Sie, ja, Nestlé ist hundertprozentig Schweiz. Okay, das stimmt. Aber dann hätten die Schweizer nicht ihre Aktien verkaufen sollen, dann hätten sie die Aktien vielleicht behalten sollen. Das wäre für übrigens besser gewesen, vielleicht auch für einige rein von der Werteerschaffung und Wertebehaltung. Aber die Schweizer haben entschlossen, dass sie zwei Drittel ihrer Aktien verkaufen. Und das müssen Sie auch verstehen. Also kein Schweizer Konzern. Wir sind ein globaler Konzern mit einer in der Schweiz stark verwurzelt. Die Identität ist welche? Die Identität ist schweizerisch. Also wenn Sie sich bei uns fragen, dann gibt es keine Frage, auch im Ausland, Nestlé wird als ein Schweizer Unternehmen angesehen. Es gab einen großen Präsidenten, Lyotard Vogt, Franzose, darauf folgte ein Schweizer. Darauf folgte ein Deutscher, Helmut Maucher, daraufhin Sie. Und Ihr Nachfolger als CEO von Nestlé ist ein Belgier. Ja. Der Übernächste ist dann aus einem der G20-Länder, aus Asien oder Südamerika? Das weiß man bis heute nicht. Wissen Sie, das ist wichtig zu verstehen. 1923 war Nestlé im Bankrott. Damals haben die drei größten Schweizer Banken Nestlé wieder finanziert und haben eine Entscheidung getroffen, 1923, dass die Aufgabe des CEOs dem besten Geschäftsmann zukommen sollte, unabhängig von der Nationalität.